Hallo und herzlich willkommen auf Nuclear Nightmare mit einem neuen Unboxing, die Metroid Samus Returns Legacy Edition. Ja, liebe Leute, ihr werdet euch jetzt wahrscheinlich fragen, warum ich das erst jetzt unboxe. Das ist ja schon am 15. September 2017 erschienen. Heute haben wir den 30. Oktober, jetzt wo ich das drehe. Ganz einfach, ich hatte das bestellt beim Mediamarkt im Juni, kurz nach der E3, ich glaube sogar, als die E3 noch war, als es bekannt wurde, wann das Ganze rauskommen soll. Tja, und da habe ich trotzdem keine bekommen. Und beim Saturn hieß es, gibt es nur für Online-Vorbesteller, nirgendwo gab es eine. Und wer mich kennt, der weiß, Reseller auf eBay unterstütze ich ganz einfach nicht. Und 130 Euro dafür auszugeben, für etwas, was 69 Euro kostet, sehe ich auch überhaupt nicht ein. Lange Rede, kurzer Sinn, wie bin ich dran gekommen? Der gute Tobias vom Saturn Gießen, sei an dieser Stelle mal herzlich gegrüßt, vielen lieben Dank, der hat in einer Facebook-Gruppe gesehen, dass der Saturn Aachen 5 Stück davon reinbekommen hat, letzte Woche, und da hat er sofort geschaltet und hat mich gefragt, ob ich eins haben möchte, als ich bei ihm im Laden war. Und da habe ich gesagt, ja, natürlich, klar. Und da hat er das geordert. Und heute ist es schon gekommen. Jo, und dann wollen wir das gute Stück mal aufmachen. Einmal können wir das mal hier angucken. Hier ist noch das Sicherheitsband vom Saturn dran. Werden wir jetzt einfach mal alles hier fachmännisch abschnippeln. Fachmännisch aufschnippeln. Zack. Einmal und weg. Weg damit. So, puh, da wird einem ganz schön warm, vor allem wenn man noch seinen Schal um hat. Jo, dann legen wir doch mal los. Was haben wir denn hier drinne? Einen Download-Code für das Gameboy-Original. Metroid Samus Returns ist ja, wer es nicht weiß, ein Remake von einem Gameboy-Spiel, nämlich von Metroid 2 Return of Samus. Kam 1991 für den Game Boy Classic raus. Jo, hier ist nochmal ein Download-Code dabei. Das findet ihr nämlich auch in der Virtual Console. Das 3DS für 4,99 €. Jo, das habt ihr euch auch hier gespart. Die Soundtrack-CD ist mit dabei. Das Spiel selbst, das werde ich wieder verkaufen. Ich habe es mir nämlich kurz nach Release gekauft. Die normale Edition und auch schon durchgezockt. Und zweimal brauche ich das Ganze nicht. Jo, mal sehen, was ich dafür kriege. Dann ist noch ein Goldanstecker drin, ein Schlüsselanhänger, ein tolles Steelbook, was aussieht wie das Gameboy-Modul von damals. Und ein Artbook, was jetzt leider hier von einem hässlichen Aufkleber verdeckt wird. Ist auch noch ein hässlicher Aufkleber. Die werde ich mal ganz vorsichtig abmachen, aber jetzt nicht. Jetzt wollt ihr ja sehen, was da drin ist. Hier oben ist auch noch zu. Machen wir auch mal einen Ratsch. Und hier machen wir auch noch mal einen Ratsch. So. Gucken wir mal, was da zum Vorschein kommt. Gleich oben hier drin. Gucken wir hier, noch ein Metroid und die gute Samus in Kampfpose. Kampfpose. Hoffentlich habt ihr nicht Kampfhose verstanden. So, dann machen wir das mal hier. Vorsichtig auf. Ah. Das wird dann wahrscheinlich. Ah, das ist der Pin. Einer kleinen Nadel dran, damit ihr euch den auch an die Jacke heften könnt oder ans Hemd. Und das Screwball-Logo. Das Logo, oder nee, es ist das Samus-Logo. Von der Screw-Tag. So, hier, schönes Samtkistchen. Da kommt er auch erstmal wieder rein. Nicht, ob ich den ins Regal lege. Oder mir wirklich anstecke, das weiß ich noch nicht. Das legen wir mal beiseite. So, ihr wollt ja zügig sehen,
was hier drin ist. Nicht lange drumherum gedönse. So. Hier haben wir ein Tütchen. Ich hole einfach mal ein paar Sachen schon raus. So, oh, das ist natürlich das Steelbook. Das finde ich natürlich sehr edel. Sehr schön sieht das aus. Hier ein riesiges Gameboy-Modul. Und da könnt ihr natürlich auch euer 3DS-Spiel, euer Metroid Samus Returns reintun. Entschuldigung, das war gerade mein Handy. Werde ich gleich mal auf stumm stellen. YouTube-Anfängerfehler. So. Handy ist auf stumm geschaltet. Ja, sehr schön. Sogar eine Schraube hinten dran, wie bei den Gameboy-Modulen. Nur keine Kontakte unten. Steht sogar Nintendo Gameboy und es lässt sich sogar fühlen. Oh, das haben die echt schön gemacht. Stehen wir doch mal hier hin. Was haben wir hier in dem kleinen Päckchen drin? Das hoppe ich jetzt einfach mal so. Ah, da ist der Schlüsselanhänger, der Morph Ball. Wer noch nie Metroid gespielt hat, die gute Samus kann sich ja auch in einen Ball verwandeln. Oder besser gesagt zusammenrollen. Fokussiert das mal. Naja, ihr könnt es so auch erkennen. Kann man auch als Hypnoseball nehmen, als Hypnosependel. So, das tun wir mal rein und auch zur Seite. So, was haben wir noch hier Schönes drin? Hier ist der Soundtrack. Den lasse ich jetzt mal zu. Was sind da für Lieder? Von Metroid Other M, vom ersten Metroid, Return of Samus, Samus Returns, also Remake und das Original. Von beiden sind hier Lieder drauf und auch, wie ihr sehen könnt, ach, ihr könnt ja selber lesen, auch von den Metroid Prime Spielen und auch Super Metroid. Hm, das ist doch ordentlich. 25 Lieder, also durch eigentlich fast alle. Oh, sogar Metroid Fusion für den Game Boy Advance. Metroid Zero Missions ist auch dabei? Nee, obwohl das ist ja auch nur ein Remake. Sogar von der Metroid Prime Trilogy. Was gibt es da für exklusive Lieder eigentlich? Ich habe die Trilogy nämlich nicht. Werde ich aber rauskriegen, wenn ich mir das anhöre. Na, bleibt das stehen? Es bleibt nicht stehen. Legen wir es lieber hin. So. Hier ist der Download-Code. Das könnt ihr ruhig angucken. Kann ich euch ruhig zeigen. Da muss man eh frei rubbeln. Da sieht keiner was. Das werde ich auch auf jeden Fall runterladen. Das habe ich nämlich gar nicht. Und das ist auch schon ziemlich hoch. Also das heißt ziemlich hoch. Aber ich glaube, das Gameboy-Spiel geht schon für 60, 70 Euro weg auf eBay. Oh, und ein Mini-Poster. Das ist doch sehr schön. Ein Mini-Poster. Wie das Cover des Gameboy-Spiels. Na, bleibst du stehen? So. Hier haben wir das eigentliche Spiel. Das werde ich aber, wie gesagt, wieder verkaufen. Das habe ich schon. Und ja, ich brauche das nicht nochmal sealed. Das ist Quatsch. Das kommt auf eBay rein oder eBay Kleinanzeigen. Und hier haben wir das Artwork-Buch. Mal gucken, ob ich euch ein bisschen was zeigen kann. Das sind halt Artworks vom Originalspiel, vom Gameboy. Dann könnt ihr ein bisschen die Samus sehen und ihr Schiff. Und auch noch die Items, ein Chozo-Statue und Gegner. Das wollen wir jetzt nicht alles hier angucken, das wäre ein bisschen viel. Ah, okay, wenn man, das ist natürlich toll, wenn man es andersrum dreht, dann habt ihr hier Metroid Samus Returns, also vom Remake. Bilder hier, Samus, wie sie aussieht, ohne ihren Kampfanzug im Zero Suit. Jo, das ist doch sehr schön, dass sie hier quasi die neuen Artworks zum Remake. Und wenn ihr es einmal umdreht, habt ihr die Artworks zum Gameboy-Spiel von damals. Und hier treffen sich quasi beide Welten in der Mitte. Ja, eine sehr schöne Edition. Ich hoffe, ihr habt alle eine bekommen. Oder wenn nicht, fragt mal euren Saturn, ob der auch eine aus Aachen noch kriegen kann, falls es dort noch welche gibt. Jo, und wie immer,
Gebt ja kein Geld irgendwelchen Resellern, die das fürs Doppelte verscherbeln. Nee, keine Macht den Resellern, kann ich nicht empfehlen. Das wird nur weiter von denen so getrieben, wenn ihr das auch noch unterstützt. Ja, liebe Leute, in diesem Sinne wünsche ich euch einen wunderschönen Abend noch. Und ja, schaltet mal wieder ein, wenn ihr Lust habt. Gebt einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Und lasst ein Abo da. Ich würde mich freuen, wenn ihr mal wieder einschaltet. Ja, also, viel Spaß noch und bis zum nächsten Mal. Tschüss.